Lieber Hendrik, ich gratuliere dir im Namen des gesamten Landesparteitags zur Wahl zum neuen Landesvorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen. Vielen herzlichen Dank für dieses gigantische Ergebnis. Ich werde mir ein Bein ausreißen, diese Vorschusslorbeeren auch zu rechtfertigen. Ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 43. Landesparteitag. Ich bin der festen Überzeugung, die CDU bleibt nur starke Volkspartei der Mitte, wenn die Alltagssorgen der Menschen Kompass unserer Politik ist und wir eigenständige, klar erkennbare Antworten auf diese Sorgen geben, liebe Freundinnen und Freunde. Man merkt, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist. Auch das Ergebnis für mich ist natürlich bärenstark und ein super Rückenwind dafür, für die Menschen auch in Zukunft hier in Nordrhein-Westfalen gute Arbeit machen zu können. Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Tag, wenn man nach fast einem Jahrzehnt den Landesvorsitz hier abgibt. Ich finde, es ist ein sehr gelungener Landesparteitag in großer Einigkeit. Das war ja mein Ziel, dass der neue Landesvorsitzende unterstützt wird. Hat ein grandioses Ergebnis und es ist die Chance, dass wir jetzt die Landtagswahl im Mai 2022 gewinnen. Musik